Greetings, Space Marines. On behalf of everyone at Saber Interactive and Focus Entertainment, we want to extend a massive thank you to each and every one of you. Destroy them! It's only been a few weeks since we released Space Marine 2, and it's been a thrill to see millions of you diving into the game. Your dedication has been incredible. Go forth in the name of the Emperor! But the fight is far from over. The enemies of humanity are regrouping, and they're coming back stronger. The war is about to escalate. Get ready, because we're bringing you a whole year of new content, entirely free. We're starting with a brand new PvE operation. Gather your three-player squad and deploy back on Kadaku to face the biggest and most terrifying Tyranid yet, the Hierophant Bio-Titan. No matter how many vermin they send, I will cut them down. Looking for an even tougher challenge? Gear up for the upcoming edition of Lethal Difficulty. Brace yourselves! A brand new difficulty setting for the Operations mode. Damn it. Designed to test your skills against the most brutal Xenos and Heretics. And to help you in battle, the Armory will provide a new weapon, the Neo Volkite Pistol. But we are prepared. We end this now. In addition to all this free content, 2024 will bring season pass owners a full suite of cosmetic fineries from a fan favorite Space Marine chapter, the Dark Angels. You'll be granted exclusive new weapon skins for your auto bolt rifle, plasma pistol, and power sword. The Emperor provides a champion pack for the Bulwark class with a full body armor skin, a unique shield, and loads of cosmetic options to stand out on the battlefield and celebrate the Dark Angels' successor chapters. The moment of reckoning is upon us. And this is just the beginning. Future seasons will feature new operations, a host of additions for PvP with a new game mode and new arenas, new Tyranid and Thousand Suns enemies, weapons, a blood-pumping horde mode, and other new Space Marine chapter cosmetics for Gold and Ultra Edition owners. Stay tuned for more updates coming soon. This war has just begun. Crush them now! No fear! Hurry! Cover me! Hold the line! Emperor, forgive us! Moin Leute, willkommen zurück zu einem Video. Mein Name ist Houston und ja, heute gehen wir mal in den Trailer rein, der frisch erschienen ist zum nachträglichen Launch des Spiels, der jetzt die nächste Übersicht bietet, was so denn jetzt kommt an Content erstmal. Und den Trailer habt ihr gerade gesehen. Wir gehen das Ganze jetzt nochmal an hier zusammen und dann werde ich so ein bisschen was erzählen. So. Greetings, Space Marines. On behalf of everyone at Saber Interactive and Focus Entertainment, we want to extend a massive thank you to each and every one of you. So, also die Entwickler bedanken sich bei uns. It's only been a few weeks since we released Space Marine 2, and it's been a thrill to see millions of you diving into the game. Es sind bloß ein paar Wochen vergangen seit dem Release und es war aufregend oder spannend zu sehen, dass wir da so, ne, wie wir uns freuen und keine Ahnung was und wie wir generell so ins Spiel reinkommen und so. Und unsere, der Dedication, unsere Hingabe war beeindruckend. Oder unglaublich. Der Kampf ist noch nicht vorbei, die Feinde der Menschheit kommen wieder zurück und das noch stärker. Der Krieg eskaliert. Get ready, because we're bringing you a whole year of new content, entirely free. Ja, also es kommt ein ganz neues Jahr jetzt, vollgestopft mit Content. We're starting with a brand new PvE operation. So, und wir fangen jetzt an mit einer ganz neuen PvE-Mission. Ja,
pod and deploy back on Kadagu. Es geht wieder. The biggest and most terrifying Tyranid yet. The Hierophant Biotitan. So, genau. Es geht wieder auf den Planeten Kadagu. Und da treffen wir diesen wunderbaren Kollegen hier an. Ich habe mir da ein paar Sachen für aufgeschrieben aus dem Walmart-Wiki. Ich habe das Ganze mal übersetzt und noch ein bisschen umgeschrieben, damit es leichter zu verstehen ist. Das Ganze hört sich jetzt wie folgt an. Also, der Hierophant Biotitan ist ein gewaltiges, abscheuliches Monster, das über das Schlachtfeld ragt und mit Stacheln, Tentakeln und Symbiontenwaffen bedeckt ist. Er zählt zu den größten Bioformen, die von den Streitkräften des Imperiums unter den Schwärmen der Tyranidflotten bisher angetroffen wurde und ist in Größe und Macht mit einem imperialen Titanen vergleichbar. Also wer imperiale Titanen nicht kennt, das sind so riesige Kampfmechs, die aussehen, als hätten sie eine ganze Stadt auf dem Dach. Den kann man übrigens auch in einer PvE-Mission sehen, wo man auf dem Friedhof da anfängt. Da steht dieser kaputte imperiale Titan da in der Distanz rum. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Bla bla bla. Eine Brut von Hierophants wird voraussichtlich an der Spitze eines großen Tyranidangriffs stehen. Vorwärts schreitend zieht sie das Feuer feindlicher schwerer Waffen auf sich und absorbiert enorme Mengen an Schaden, bevor sie mit verheerender Kraft in die feindlichen Linien kracht. Der Hierophant ist der größte Stoßtrupp der Tyranniden, bewaffnet mit monströsen Biokanonen, mehreren Klauen und rasiermesserscharfen Klingen, gepanzert mit einer dicken chitinösen Haut, die aus Rissen in ihren Platten giftige Sporen absondern. Wie alle Tyranid-Bioformen scheint der Biotitan in der Lage zu sein, sein Genom schnell zu mutieren, neue organische Waffen und Verteidigungen zu entwickeln. Wie die Tyranniden solche großen biologischen Konstrukte entwickelt haben, bleibt ein Rätsel für die Xenobiologen des Imperiums. Während es scheint, dass ein Hive-Tyrant oder Carnifex leicht das Ergebnis einer weiteren genetischen Manipulation des grundlegenden Tyranidenkrieger-Genotyps sein könnte, gibt es keinen bekannten genetischen Vorläufer unter den bestehenden Tyranid-Bioformen für den Hierophant. Also man weiß nicht, aus was dieser Hierophant gekreuzt wurde. So, der Carnifex könnte zum Beispiel aus dem Standard-Tyranidenkrieger hervorgegangen sein oder auch der Hive-Tyrant. Aber man hat absolut keine Ahnung, wo dieses Viech herkommt. Wie das entstanden ist, aus was man da zusammengerührt hat, damit da so ein Ding rauskommt. Die Magi-Biologes des Adeptus Mechanicus spekulieren, dass der Hierophant aus den kombinierten genetischen Stämmen des Tyranid Carnifex und dem Dominatrix abgeleitet wurde. Die Streitkräfte des Imperiums haben gelernt, dass der Kampf gegen Hierophants einfach eine Frage des Einsatzes der schwersten verfügbaren Feuerkraft ist. Große Ordonnanzwaffen und schwere Artillerie haben sich bisher als die einzigen effektiven Waffen erwiesen, um Biotitans zu zerstören. Ja, das war's soweit, um ein bisschen Hintergrund zu dem ganzen Viech zu erklären. Ich würde sagen, wir machen weiter. Ja, egal wie viel Ungeziefer sie auf uns schicken, ich werde sie alle niedermähen. Challenge. Gear up for the upcoming edition of Lethal Difficulty. Ja, es kommt jetzt Schwierigkeitsgrad Stufe 5 rein. Also die machen quasi einen auf Helldivers und schmeißen noch einen weiteren Schwierigkeitsgrad dazu. Ist ja auch so noch nie erlebt. Helldivers war das erste Spiel, was ich gesehen habe, was einen weiteren Schwierigkeitsgrad hinzugefügt hat, so nachträglich über ein Update. Und jetzt Space Marine macht das gleiche. Irgendwie komischer Trend irgendwie, ne? Na, ich weiß auch nicht. Ja, aber ich find's geil, weil 4, wenn man es oft genug gespielt hat und gut mit den Kampftechniken klarkommt und so weiter, ist Stufe 4 irgendwann schon echt ein bisschen zu einfach geworden. Und wenn man dann noch das ganze Gear hochgelevelt hat und den Charakter selbst und so, ja, es wird Zeit, dass Stufe 5 dazukommt, weil wirklich eine Herausforderung ist Stufe 4 nicht. Also für mich aktuell zumindest nicht mehr. A brand new difficulty setting for the operations mode, designed to test your skills against the most brutal Xenos and Heretics. Ja, designed, um unseren Skill zu testen gegen die, ja, ekligsten Xenos und heftigsten Heretiker. And to help you in battle,
The Armory will provide a new weapon, the Neo Volkite Pistol. So, genau. Und um uns dabei zu helfen, bekommen wir dann die Neo Volkite Pistole. Da habe ich mir auch mal so ein paar Sachen zu aufgeschrieben, was die ganzen Volkite Geschichten sind, weil man sieht leider nicht, wie das Ding eingesetzt wird hier. Also, das könnte sonst wie funktionieren. Ja, das wird nicht gezeigt, wie das aussieht, was die Knarre eigentlich macht. So, also habe ich mal ein bisschen gegoogelt und habe mir auch aus dem Warhammer-Wiki jetzt hier rausgeschrieben und übersetzt und ein bisschen umgedichtet. Und dann kommt das jetzt hier so wie folgt. Ne? Volkite-Waffen ist ein arkaner Begriff, der von Adeptus Mechanicus verwendet wird, um eine Klasse mächtiger thermischer Strahlenwaffen zu bezeichnen, deren Technologie vorimperialen Ursprungs ist und bis in das Zeitalter der Technologie oder das Zeitalter des Strife zurückreicht. Diese Waffen besitzen beträchtliche Tötungskraft, die die meisten anderen Waffen ihrer Größe übertrifft. Bekanntlich können die Schüsse von Volkite-Waffen sogar die dicken Platten der Rüstung von Space Marines mit einem konzentrierten Schuss durchdringen. Volkite-Waffen erzeugen eine Art Hitzestrahl. Also wie genau dieser Hitzestrahl funktioniert, ist im Warhammer zwar auch, also im Warhammer-Wiki zwar auch erklärt, aber das ganze physikalische Geschwätz da ins Deutsche zu übersetzen, wollte ich mir und auch euch nicht antun. Also das war ein bisschen viel des Guten. Wo habe ich jetzt aufgehört? Da. Der Wärmestrahl einer Volkite-Waffe hat verheerende Auswirkungen auf organische Materie, brennt Fleisch explosiv zu Asche und entfacht Feuer. Leider waren Volkite-Waffen verschiedener Typen schwer herzustellen, selbst für die fähigsten der alten Mechanikum-Schmieden, und die Anforderungen der sich ausdehnenden großen Kreuzzüge im späten 30. Jahrtausend überwältigten schnell das Angebot dieser Reliktwaffe. Ja, das war's. Also ich würde ja schon gern wissen, wie es aussieht, ne? Aber es wird leider nicht gezeigt. Finde ich irgendwie ein bisschen blöd. We end this now. In addition to all this free content, 2024 will bring season pass owners a full suite of cosmetic fineries. Ja, 2024 kommt für die ganzen Season Pass Besitzer ein ganzer Haufen Cosmetics, ne? Darunter zum Beispiel die ganzen Dark Angels Cosmetics kommen jetzt dazu. The Dark Angels. Genau, die Dark Angels waren nach dem Bruderkrieg, ja, als dann die ganzen Primarchen von den Chaosmächten gefangen wurden, ne, die ganzen Primarchen sind dann irgendwann so nach und nach wieder zurückgekommen oder auch nicht. Und als die, wie gesagt, entführt wurden, die Primarchen, waren die Dark Angels die erste Space Marine Legion damals noch. Legion gibt es ja jetzt nicht mehr. Die haben sich ja dann danach in Orden aufgeteilt. Wenn ich das alles richtig im Kopf habe, von der Chronologie her. Eine Legion war bis zum Ende des Bruderkriegs die größte Organisationsstufe des Space Marines. Die Legionen des Adeptus Astartes wurden durch den Imperator erschaffen, nachdem seine Söhne, die Primarchen, durch die Kräfte des Chaos entführt worden sind. Ja, genau, habe ich richtig im Kopf. Okay, ich habe nebenbei noch das Lexikanium hier auf. Vorsichtshalber, dass ich mich nicht vertue. Ich kenne ja die Warhammer-Fans, ja. Da kriegst du gleich wieder einen auf den Nacken, wenn du dich irgendwie versprichst oder so. Okay, alles klar, machen wir weiter. Ach nee, also Moment, der Primarch von denen war Lionel Johnson, Heimatwelt. Caliban oder Caliban, wie auch immer man es jetzt aussprechen will. You'll be granted exclusive new weapon skins for your auto bolt rifle, plasma pistol and power sword. The Emperor provides. Oh, ich finde, das sieht so cool aus, ne? Ich habe so Bock auf Dark Angels, ich mag die sehr. Champion pack for the Bulwark class with a full body armor skin. Genau, für den Bulwark, also den Verteidiger, gibt's dann jetzt auch demnächst dann dieses Champion Pack. Für die Season Pass Besitzer allerdings nur, ne? Und ja, das so, dieses so ein Champion Pack hatten wir ja jetzt auch schon für den Zerstörer bei den Ultramarines. Was irgendwie nicht so geil aussieht, finde ich. Aber ich bin auch generell kein Ultramarine Fan. A unique shield and loads of cosmetic options to stand out on the battlefield. Und da gibt's halt auch ein einzigartiges Schild mit dazu. Genau, und die ganzen Cosmetics für die Zweitgründungen, also für die Nachfolgeorden aus den Space Marines, aus den Dark Angels, kommen auch als Cosmetics mit dazu. Ne?
Also die Dark Angels waren ja eine erste Gründung als Orden. Und aus denen sind ja dann noch weitere Orden hervorgegangen und die kommen mit dazu. Zum Beispiel, wie hießen sie? Angels of Redemption, glaube ich, gab es. Ja, genau. Dann die Angels of Vengeance und die Angels of Absolution sind zum Beispiel mal drei solcher Zweitgründungen. Is upon us. And this is just the beginning. Future seasons will feature new operations. A host of additions for PvP. Genau, das war jetzt erstmal alles für Season 2. Ne? Jetzt kommt noch so ein kleiner Sneak Peek in die nächsten Seasons. Ne? Moment, da gehen wir noch ganz kurz zurück. Genau, in Zukunft kommen dann noch in den ganzen anderen Seasons nochmal neue PvE-Missionen. Neue PvE Prestige Ranks. Ich habe erst gedacht PvP Prestige Ranks. Aber nee, ist tatsächlich für PvE. Okay, cool. Und PvP Spielmodi. Und PvP Maps. Und neue Gegner. Sowohl für Tyranniden als auch für die Thousand Suns. Neue Waffen kommen dazu. Und der Horde Mode. Und noch weitere Space Marine Chapter. Aber dieses Space Marine Chapter, warte, das sind ja dann die ganzen Cosmetics wieder nur. Die gibt's auch wieder nur für Gold und Ultra Edition Owners, also Besitzer. Ne? Also alle, die den Season Pass mit drin haben. Space Marine Chapter Cosmetics for Gold and Ultra Edition Owners. Stay tuned for more updates coming soon. This war has just begun. Demnächst kommen noch weitere Updates dazu. Und der Krieg hat gerade erst begonnen. Hurry, cover me! Hold the line! Emperor, forgive us! Ja, das war's. Und somit war's das auch meinerseits. Ich hoffe, dieses ganze Übersetzen und hier und da ein bisschen ergänzen mit irgendwelchen Infos aus dem Wiki und so weiter, ein bisschen Lore dazu tun, hat euch gefallen? Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne wissen in den Kommentaren und mit einem Like und dies und das. Und ihr kennt den ganzen Stutz ja. Wenn nicht, dann Dislike und schreibt es auch gerne in die Kommentare, falls ich es irgendwie anders gestalten sollte. Ja, und dann würde ich mich erstmal vielmals fürs Zusehen bedanken und bis zum nächsten Mal. Haut da rein.